Kadettenfans. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Ausgabe vom Orangen Sofa. Heute bei mir zu Gast ist David Graubner. Hallo David. Warum hast du dich für den Handballsport entschieden? Ich habe als Kind Tennis gespielt und habe dann mal mit einem Freund abgemacht, dass er einmal bei mir ins Training kommt schauen und ich einmal bei ihm. Er ist dann nie gekommen. Ich bin einmal gegangen und bin dann hängen geblieben. Und es hat mir irgendwie Spass gemacht, Teamsportart zu spielen. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein war das nicht ganz die falsche Entscheidung. Okay. Wie tust du dich ideal auf ein Spiel vorbereiten? Ich probiere eigentlich den ganzen Tag abgelenkt zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je weniger ich über Handball nachdenke, desto entspannter komme ich ans Spiel und auch desto besser spiele ich dann meistens auch. Und von dem her habe ich früher häufig irgendetwas gemacht, wo einfach da, um den Kopf noch jemand anders zu haben. Und heutzutage ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube, mit einer Freundin zuhause oder sonst berufliche Aufgaben, dann muss man gar nicht gross nachdenken. Und dann geht das für mich am besten so. Was traust du deiner Mannschaft diese Saison zu? Finde ich sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben gute Verstärkungen, aber trotz allem passt noch nicht alles zusammen. Von dem her, ich traue uns zu, dass wir wieder alle Titel holen. Das hat, glaube ich, letztes Jahr auch gut geklappt, dass wir erst am Schluss von der Saison wirklich bereit sind. Diese Saison ist aber ein bisschen anders. In der Champions League müssen wir schon relativ früh auf einem Top-Niveau sein. Von dem her, hoffe ich, dass wir uns finden und dass wir Spiel für Spiel besser werden. Aber Garantie kann ich da nicht abgeben. Gut, danke vielmals fürs Interview.